Lass uns doch als nächstes mal ein Video von dem guten alten Master of Disaster Jeremy Fragrance anschauen. Der hat nämlich tatsächlich, man glaubt es nicht, ein Paket von Birkholz bekommen. Und da bin ich natürlich direkt mal gespannt, was die ihm so geschickt haben, ne? Und überhaupt. Alter. Erstmal Hörsturz bekommen. Guten Tag, Freunde. Jeremy hier. Die geilen Säcke, aus Berlin. Birkholz haben mir ein paar Düfte zugeschickt oder sogar Kerzen. Ich guck mal, was das ist. Jo, was ist das denn für eine Musik im Hintergrund? Erstmal leiser machen hier. Und ich mach das jetzt ganz schnell. Jungs, wie viel Geld hast du für Parfum ausgegeben? Pi mal Daumen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke für die Abfüllungen letztens. Kuss geht raus. Dankeschön. Das ist, glaube ich, meine erste Spende jetzt. Nice. Vielen Dank. Das freut mich. Kai, ich war nie ein großer Parfum-Fan. Auch Kai. Hier haben wir reines Oudöl. Riecht wie Elefantenkäfig. Trage ich gerne im Büro. Ja. Hat sich offensichtlich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Dann wieder so gut. Ich habe eine Darmreinigung bekommen. Meine Ernährung wird immer geiler. Danke für die Info, Jeremy. Das wollte ich auf jeden Fall wissen. Voll am Start. Langsam knallt's richtig bei mir. Boah. Ja. Alter Schwede. Eine Kerze. Und die riecht gut. Ein bisschen weiblich, aber geil. Riecht nach Feige und Eiche. Hammer. Okay, also eine Kerze habe ich bekommen. Und anscheinend noch eine Kerze. Und diese, ich gucke nicht, was die hat. Lass mal gucken, wonach die riecht. Die machen ja alles selber. Das ist so respektvoll. Also ja, bei mir knallt auch immer ganz, ganz böse. Nee, ich will die Drogenwitze nicht bringen in diesem Zusammenhang. Also das sollte man, glaube ich, einfach nicht machen. Welchen Duft empfiehlst du für eine Darmreinigung? Ich habe gehört, ich komme auf meine 7-8K auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall für Parfum ausgegeben. Wobei ich sagen muss, ich bin extrem damit zurückgegangen. Am Anfang habe ich immer versucht, mir die Flakons zu kaufen, habe das dann aber irgendwann aufgegeben, weil so viel Kohle habe ich wirklich nicht. Und ich denke, mit Abfüllungen kommt man da viel, viel entspannter zurecht, wenn man sich dann wirklich was kauft, was einem wirklich gefällt. Ja. Welchen Duft empfiehlst du für die Darmreinigung? Genau, auf jeden Fall den Gisada Ambassador. Der riecht nämlich nach Dünnschiss, finde ich. Ich weiß nicht, womit die genau ihr Geld gemacht haben, aber diese ganze Parfümgeschichte ist absolute Passion von denen. Das ist ja geil, weil wenn du einmal richtig Cash gemacht hast, dann ist es ja häufig so, dann machst du erstmal Party, feierst du und so und dann merkst du, nach 3 Monaten, so wenn du deine Firma verkauft hast, irgendwie ist das langweilig. Die Dopaminschüsse von den Yachttouren und den Ekstasen, irgendwann ist gut und dann widmen sich viele, die nicht doof sind. Digga, die Musik nervt mich. Denke ich, einer Leidenschaft, die geil ist und Value zu der Welt bringt. Aha, hier haben wir einen Duft. Und das merkt man. Luxury Passion. Keine Ahnung. Ich guck mal jetzt, wie das Ding riecht. So. Zwischendurch grüße ich den Phil, Andret, Nico, Scarambi, der Goldstein. Oh oh. Ich vergesse. Ich vergesse euch. Scheiße. Riecht gut? Jo. Gut, aber ich check den Duft noch nicht ganz. Luxury Passion. Irgendwas ist mit meiner Geruchssensorik gerade nicht am Start anscheinend. Ja, vermutlich, weil es knallt, oder? Da muss die Nase auch frei sein, damit man was riechen kann. Okay, ich konnte es jetzt nicht lassen. Das tut mir unfassbar leid. Gott, was werde ich wieder Hate abkriegen dafür? Egal. Also es ist recht transparent. Ich kenne von denen ja eher so diese Oud-Granaten. Lass mal gucken, die haben mir auch einen Fächer zugeschickt. Den kann ich meiner Mutti oder einem Girl schenken. Der riecht sogar gut. Als ob die den parfümiert haben. Könnte sein. Geil. Ups. Okay, weiter geht's mit dem nächsten. Was haben wir hier? Ich habe gerade schön Atemübungen gemacht. Wow, zieh dir das mal rein. Das ist natürlich eine Granate. Viele wissen nicht, dass die Verpackung eines Duftes im Verhältnis zu anderen Dingen recht teuer ist. Von daher, oh Mensch, Jungs, ihr packt das aber auch geil ein. Aber jetzt müssen meine Zuschauer... Ja, der hat bestimmt noch das ein oder andere substanzielle Element in seiner Nase, was verhindert, dass man da was riechen kann. Das ist sehr staubig im Büro. Ja, das ist halt... Manchmal ist das so, ne?
Moment warten, bis ich das ausgepackt habe. So, alter Schwede, was ist das denn für eine Granate? Dark Amber Parfum. Ah, Dark Amber. Den habe ich jetzt als Sample schon zu Hause stehen. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht reingerochen, weil ich wollte das wirklich jetzt hier live machen eigentlich. Nur die Samples brauchen halt eine Zeit, bis die ankommen, weil ja, die Leute sind halt, keine Ahnung, wenn ich das von Parfumos kaufe, die brauchen ja dann immer ein bisschen, bis sie das verschicken. Mal schauen, ob Birkholz auf mein Video reagiert. Vielleicht ändern die das ja, dass die dann, oha, ein Gifted Sub von Serbia. Dankeschön. Oh, noch einer. Freue ich mich sehr. Vielleicht verändern die das ja, dass die ein bisschen die Samples von den teureren Düften auch auf die Seite packen. Ne? Das fände ich sehr, sehr gut, weil ich wollte die ja eigentlich bestellen, aber es hat nicht funktioniert. Schade. Was ist das denn für eine Granate? Und einen habe ich übrigens gar nicht bekommen. Ne? Also da, wenn du diesen Parfum-Konfigurator bei denen machst, hast du ja vier Düfte, die dir empfohlen werden. Und einen gab es bei Parfumo einfach nicht. Schade. Ja, also werde ich euch dann drei zeigen. Genau, einen müssen wir dann leider lassen. Aber ich denke, drei Düfte von denen dann hier live zu testen, ist auch okay. Ne? Das kann man auch machen. Also das könnte den Award gewinnen, geilste Verpackung des Jahres. Ja, was ist das denn für ein Klotz? Das Ding wiegt 1 Kilo und 200 Gramm, würde ich schätzen. Zieht euch das mal rein. Boah. Auf Englisch geschrieben. Okay, wie machen wir das? Oh, okay, jetzt gucken wir mal. Ah, okay, man sieht noch nichts. Oh, krass, das ist ja wie bei Kilian. Okay, guck. Jo. Alter, und dann nochmal im Glas. Junge, 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 die sparen echt nicht. Respekt, Respekt, Jungs. Das ist zu schade, das wegzuschmeißen. Also da muss ich dir sagen, da haben die alles reingestopft, was geht an Packaging. Das ist wieder so das Ding, ne? Also ich muss das ja auch irgendwie respektieren, dass die da so viel Geld in die Verpackung reinstecken. Aber wer stellt sich das denn zu Hause hin? Also ich habe meine Flakons alle in einem Wandschrank stehen, einzeln. Und die Verpackung landet immer im Keller, weil es einfach... Ich kann keine 200 Quadratmeter nur für Flakons reservieren. Das geht nicht. Deshalb ist halt schön, wenn man was bekommt, ne? Aber... trotzdem. Das ist schon geil. Hammer. Okay, jetzt wäre es natürlich gut, wenn der Duft auch gut wäre. Aber so diese dunklen, langanhaltenden, starken Düfte, die haben die drauf. Aha, Klingeling. Hui, danke Onua. Vielen, vielen Dank. Hat Power. Mir fehlt ein bisschen der Erkennungswert. Der Wiedererkennungswert. Es ist ein geiler, schwerer, tiefer Duft. Ich muss den noch testen. Aber Packaging ist Hammer. Und nochmal, die Brand ist krass geil, Alter. Die haben so viele Düfte, ich muss mich da mehr reinfuchsen. Ich glaube, das war's. Mehr Düfte als Serjov. Ich glaube, das war's erstmal. Ja, ohne Spaß, ey. Ich stelle die Verpackung auf ein Brett von Ikea und die Flakons in einen Weinkühlschrank. Meine Düfte lagere ich alle im Originalkarton. Ja, was macht ihr denn? Schlaft ihr da drauf? Oder? Also, ich habe ja wirklich jetzt nicht so viele Düfte, aber wie viele habe ich aktuell? 40 oder so? Oder 30? Wenn ich bei jedem, da muss ja jede Verpackung, muss ja nur so groß sein. Da ist ja schon, also, brauche ich ein extra Haus für die ganzen Verpackungen. Oder was soll der Fragrance Dog denn sagen mit seinen 500 Flakons? Also, ja, deshalb, ich fühle das nicht so. Ich habe die Flakons einzeln und der Rest fliegt dann auch weg. Und die Verpackung verwahre ich nur, damit ich das irgendwann vielleicht mal wieder verkaufen kann, wenn der mir wirklich nicht mehr gefällt, der Duft. Außer bei so Custom Pieces. Ne, da ist noch was. Junge, geil. Also wie gesagt, vielen Dank, dass es hier nichts gesponsert. Ich freue mich einfach nur, dass es die Brands alle unter... Hast bestimmt für bezahlt, für die alle. Man müsste ja auch, also streng genommen, ich weiß nicht, wie das... Stützen. Ich habe kürzlich einen Anruf. Sowas sollte man nicht negativ rüberkommen. Das wollte ich sagen. Ich freue mich immer, wenn Leute Sponsorings kriegen, aber es ist halt ein Sponsoring. Das finde ich, sollte man dann schon dazu sagen. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was ich zu den Düften sage. Ne? Ich habe die wirklich noch nicht getestet und bin vor allen Dingen auf Dark Amber sehr gespannt, weil der soll richtig gut sein, meinten die letztens schon im Stream. Ich glaube, die Lisa meinte das. Kann das sein? Irgendwer meinte das im Stream letztens, dass die Dark Amber so geil sein soll. Deshalb freue ich mich da schon richtig drauf. Von einer Mega-Brand. Also es geht voll ab, Alter. Es geht richtig ab, Leute. Die letzten werden die ersten sein, Jungs. Lady Cannabis.
Was sollte das jetzt heißen? War das eine Anspielung, dass Jeremy, danke für den Follow, dass Jeremy nicht so viele Flakons geschickt bekommt oder was? Die letzten werden die ersten sein. Die ersten werden die letzten sein. Bist du nicht der größte Kanal bezüglich Nischen, bezüglich Parfum? Den kenne ich. Oh, ich habe gestern CPD geraucht. Und zwar 5 Schüsse habe ich mir gegeben. Und ich werde das nicht nochmal tun. Das ist komplett ohne THC, also ohne den Marihuana. Und das war echt nicht gut für mein Gehirn. Ich habe dann ja meinen Mittagssprint gemacht. Ich war so eine Mülltonne. So, ich kann es dir nicht empfehlen. Auch so von wegen gesund und relaxing, alter Schwede. Ich habe es probiert und ich bin ja voll empfindlich, weil ich nicht rauche. Ich nehme keine Drogen, gar nichts. Glauben die Leute nicht. Aber so CPD inhaliert, vergiss es, Alter. Mache ich nicht. So. Lady Cannabis. Geil. Den finde ich geil, aber ist gar nicht so Lady-mäßig, das ist Unisex. Riecht schön holzig. Ja, riecht gut. Riecht gut, ich muss mich der Marke mehr widmen. Was haben wir noch? Nahrungsergänzungsmittel, braucht noch jemand? Von Biogena aus Österreich, mag ich sehr gern. Na, okay, ich glaube, das war's. Geil. Also recht herzlich möchte ich mich bedanken bei meinen Zuschauern und bei Birkholz und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Peace. Ja, gut. Ich fand's trotzdem ganz witzig, muss ich sagen. Hat so ein bisschen weirde Vibes gehabt, wegen diesem ganzen, die letzten werden die ersten sein, Ding. So, wie wichtig ist das jetzt, dass man jetzt Flakons zugeschickt bekommt? Also, das verstehe ich wirklich nicht.